Du lieber Stier, herzlich willkommen hier jetzt in diesem wunderbaren Mai-Reading. Ich schaue jetzt mit dir, was so die Energieströme sind und was es so bei dir im Mai jetzt gehen möchte. Was will da aufgeräumt werden? Was möchte weggehen? Was mag hinzukommen? Was für Kräfte bekommst du? Was begleitet dich einfach auf deinem Weg? Und das, was hier jetzt schon steht, was man so ganz, ganz schön sehen kann, ist, es geht darum, dich zu erden. Es geht darum, anzukommen. Es geht darum, eins zu werden mit dir, deinen Bedürfnissen und Wünschen. Und dass es da ganz, ganz wichtig ist, aus einer Situation herauszukommen, wo du immer mal wieder vielleicht im Kreis drehst oder immer mal wieder das Gefühl hast, an einer Sackgasse angekommen zu sein oder immer mal wieder das Gefühl hast, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen oder dich schwerer zu fühlen, als es notwendig ist. Ja, Anstrengungen etc., Wünsche, die vielleicht noch nicht in Erfüllung stehen, weil du hier noch nicht ganz gelernt hast, auf deinen Körper zu achten und was deine Bedürfnisse, was dein Wille da wirklich ist. Also es geht hier um ein wunderbares körperliches Wohlbefinden. Love your body, I love my body. Und geh da heraus aus diesen Zyklen, indem ich mir bewusst werde, was es denn ist und den Stern wieder erstrahlen lasse und die Blumen wieder zum Erblühen bringe. Ja, das ist so einfach ein ganz ein wichtiger Punkt. Wir schauen jetzt mit dem Rat der Hohepriesterin tatsächlich, was jetzt die momentane Situation ist, was ist da vielleicht im Unterbewusstsein los, was ist da bewusst bei dir los, was sind die nächsten Schritte und was sagt dir der Rat der Hohepriesterin an sich? Und das, was jetzt mir schon die ganze Zeit ins Auge so ein bisschen hineinsticht, weil ich vorher auch schon gesehen habe, es geht auch so um die Erfüllung grundsätzlich, aber auch um karmische Geschichten und auch so das Vertrauen ein bisschen in das Universum und einfach ja, eine alte Last wirklich loslassen im Sinne von Akzeptanz, Vergebung, sein lassen. Nicht dagegen ankämpfen, aber auch nicht alles für jeden erledigen wollen irgendwie so. Also auch eine Verantwortung loszulassen, vielleicht auch für andere oder Themen, die eigentlich gar nicht mehr die deinen sind. So kam das rüber. Und von meinen Karten, von meinen Heart-Channelings kam jetzt tatsächlich der Schrei nach Liebe, der zu dir wollte. Und das lese ich dir jetzt vor. Dein inneres Kind hat Sehnsucht nach dir. Hülle es mit Liebe ein und sag, du gehörst zu mir. Du bist vollkommen, du bist mein wunderbarer Schein. Durch Liebe getragen hole ich dich in mein Herz hinein. Freude, Unbeschwertheit, Neugierde, alles das, was wir, Kreativität, Anfang, Neuanfang, alles das, was wir Kindern, wo wir merken, die machen es doch nicht noch so viele Gedanken über alles. Ja? Durch Liebe getragen hole ich dich in mein Herz hinein, genau diese wunderbaren Attribute. Du bist genug, dieses Wissen in dir heilt. Es brechen alte Familienfesseln und deine Seelenkraft wird befreit. Sie fallen ab, Stückchen für Stück. Ab jetzt brauchst du nicht mehr kämpfen. Du bleibst auch nicht zurück. Du gehst mit dir in dein Potenzial hinein. Du wirst ab jetzt die oder der Freie sein. Wunder, 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 wunderschön. Dankeschön. Also, was wir hier haben, ist die Sehnsucht deiner Seele, auch diese Zyklen, die da sind, einfach zu beherzen und einfach den Zyklus zu beenden, sie anzuschauen, einmal es nicht wegzudrängen, vielleicht deswegen zu beherzen, es einfach mal im Herzen auch wahrzunehmen, dass dein Zyklus ist, der abgeschlossen werden möchte und die Last der Welt nicht mehr auf deinen Schultern zu tragen, sondern einfach einmal in deiner Seelenessenz zu baden, dich aufzufüllen und die Macht in deinem Herzen vollends zu spüren. Wunder, wunder, wunderschön. Du wirst jetzt neu ausgerichtet oder du bist gerade dabei, dich neu auszurichten und aus einer Leere quasi alles heraus zu entfalten und die Proportionen, die du verschiedenen Themen gegeben hast, neu auszurichten, dass alles wieder in die Ordnung gerät. Ja, vielleicht waren irgendwelche Dinge der Schwere oder des Ärgers oder sonst irgendwas oder der Nostalgie oder egal was es war, Melancholie, Traurigkeit, ja, Freude, alles kann sein. Oder Bezug auf Personen, Bezug in Situationen, Zeitaufwand, ja, war vielleicht falsch
proportioniert im Sinne von, wie viel Fokus läuft dahin, wie viel Aufmerksamkeit gibst du dem. Und das möchte jetzt alles neu ausgerichtet werden mit dem Mond, der jetzt mit deiner Seele schwingt, um deine Magie im Leben zu erfahren und dich wieder dazu erinnern, du bist nicht wunscharm. Ja? Also lass die Wünsche auch wieder ins Universum schwingen, damit du neu ausgerichtet werden kannst und eben deine Seelenessenz wieder ins Schwingen kommt, um den alten Zyklus zu beenden. Wunder, wunder, wunderschön. Was kommt hinzu? Und da haben wir, da hast du einfach noch Wissen auf der Schattenseite ein bisschen, wo du Dinge angelernt bekommen hast, antrainiert bekommen hast, Konditionierungen oder sonstiges, oder einfach dir vielleicht nicht genug Gedanken machst über ein Thema oder nicht fühlst, was ein Thema dir bringt, wo du jetzt vielleicht auf, na, wir haben hier die Blumen im Regen, wo du jetzt vielleicht aus traurigen Situationen aufstehen kannst wie ein Segen, weil du siehst, alles in dir erblüht, egal wie es vorher war, nachher kommt der Sonnenschein. Lass dich wieder du selbst in deiner vollen Macht und Größe, lass dich wieder auf dich selbst in deiner vollen Macht und Größe ein. Ja? Das, was ich sehr cool finde, ist, was jetzt hinzukommt, ist, dass du tatsächlich erkennst, wo du dich noch nicht in die Freiheit entlassen hast und wo du jetzt die Entscheidungsmöglichkeit hast oder dich jetzt ganz klar dafür entscheidest, das in die Reinigung und Akzeptanz zu bringen, dann nicht gegen dich zu schießen oder sonst irgendwas, sondern einfach klare Entscheidungen zu machen, ja, und hier tatsächlich als nächsten Schritt in die Freiheit zu gehen, weil damit deine Stabilität und dein neues Zuhause wird geschehen, ja. Du wirst dein neues Zuhause, dein Fundament, deine Kraft auch wieder sehen, ja. Das ist wunderschön, weil das ist das, was jetzt für dich kommt tatsächlich, weil, und das ist das, was herauskommt, was herausgeht an Energie, du erkannt hast, dass du diejenige bist, die durch Abwarten, durch Zeit verstreichen lassen, auch zum Abwarten, was für Wünsche sich in dir so ergeben, irgendwann einmal, du in die Unruhe kommst, ja, und dich dadurch, du nicht dadurch kommst ins Erleben, ja, und das erkennst du jetzt und weißt, aha, ich darf meine Weisheit in mir leben, ich darf tatsächlich ankommen in mir, ich darf das auch anders spüren, ich darf sagen, ich will nicht unrund sein oder sonstiges, was ich darf frei sein, mich mit meinen Wünschen wirklich zu erheben und ich muss nicht warten auf irgendwas. Ich muss nicht warten auf irgendwas, ich muss auf die Welt nicht warten, ich muss nicht zwischendurch noch alles andere erledigen, sondern das, was in mir wirklich an Weisheit jetzt brennt und rauskommen will, die Flügel zu eröffnen und genau das voranzutreiben. Und das ist das, was jetzt kommen will mit dieser klaren Entscheidung. Was ist jetzt dann auch im Unterbewusstsein los bei dir? Und das finde ich total schön, weil da kam der Eisbär und die Partnerenergie bzw. die Umsetzungsenergie. Und hier kommt sie auch noch einmal als Zusatz. Ja? Und das heißt für mich so viel wie, was im Unterbewusstsein sich noch manchmal dagegen sträubt, sind Partnerschaftsthemen. Ist das, na, egal ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, das ist hier völlig, oder wie man sich halt sonst fühlt. Ja, das ist hier gar nicht das relevant, sondern nur, dass es die Partnerschaftskarte ist oder in der Konstellation die Umsetzungsenergie. Ja. Und da geht es darum, dass man hier aus einem Kampf mit Macht und Ohnmacht oder in einem Kampf von Vaterrollen, die man antrainiert bekommen hat, gelernt hat, na, weil wir haben ja gesehen, es geht ums Wissen, dass es da aus einer uralten, auch Seelenverbindung, karmischen Verbindung herausgeht in das eigene Machtpotenzial. Trotzdem, es muss einem halt hier bewusst werden, man muss halt hier einfach den Willen auch haben, es bewusst werden zu lassen und dann mit diesem Willen auch in die Umsetzung gehen. Und da haben wir halt jetzt ein Ahnen Thema, was hier in der Reife liegt, damit du einfach in die Gänge kommst für dich. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Ja, was heißt das für dich, dass du hier jetzt momentan bewusst in einer wie einer Prüfungssituation stehst, wo es darum geht, wähle ich den Weg der Sicherheit oder wähle ich auch ein bisschen den Weg der, ja, des Risikos, einfach auch aus meiner Komfortzone auszubrechen. Und das, was wir hier sehen, ist, du erlaubst dir jetzt aus deiner Komfortzone rauszubrechen, weil du erkennst, dass dieses Sicherheitsdenken dich immer mal wieder umwirft, ja, immer wieder mal im Kreis drin lässt. Und da sagt der Rat der Hohepriesterin ganz eindeutig, lieber Stier, steh zu dir, du hast den Schlüssel in der Hand für deine eigene Kraft, für deine Stärke, lass die Veränderung zu, weil das ist das, was das Universum dir jetzt schenken will und nicht mehr diese karmischen, endlosen Kreisläufe. Wunder, wunderschön. Du lieber Stier, auch dich lade ich herzlich ein am 28. Mai und daraufhin folgend sowieso auch jeden 28. in meinem Memberbereich bei den Lives im Zoom dabei zu sein, wo wir einfach, ja, tiefer gehen, näher gehen, die Brücken zwischen Zuständen finden, um uns in unserem System wieder aufzufüllen.
groß, stark, breit zu fühlen, ja, und einfach wieder miteinander einfach das Leben als Leben zelebrieren. Ja, so schaut das aus im Schneckenhaus. Ich freue mich schon sehr und da können wir natürlich auch Fragen antworten und. Na, da können wir ganz anders schwingen als so jetzt über YouTube gesehen. Ich freue mich schon sehr. Unten in der Infobox alle Daten und dir jetzt einen wunderschönen, geilen Mai. Bis dann, Papa. Lass deine Seele frei. Sie will jetzt wirklich leben.